Hallo, ich bin Caro. Ich bin Nicole. Ich bin Christina. Und wir machen die Ausbildung zur staatlich anerkannten Altenpflegerin in der Pflegeschule St. Augustinus. Das ist eine Einrichtung von der Rosenium GmbH. Die Ausbildung dauert 3 Jahre, da werden wir nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Theorie ausgebildet. Und jetzt zeigen wir einmal, wie es wir in der Schule so machen. Während den Theorieblöcken in der Schule werden wir vorbereitet für draußen für die Praxis. Und wir haben verschiedene Unterrichtsfächer in der Alten- und Altenkrankenpflege, wie zum Beispiel Anatomie des Menschen und Medikamentenlehre. Der Schwerpunkt liegt eigentlich draußen in der Praxis. Unsere Ausbildung steigert sich von Jahr zu Jahr fachlich immer mehr. Im ersten Ausbildungsjahr lernen wir über die Grundpflege. Im zweiten Ausbildungsjahr darf man dann schon Verbände anbringen, Injektionen verabreichen und Medikamente verabreichen. Und im dritten Ausbildungsjahr, da lernen wir über den Umgang mit Sterbenden und Schwerkranken und wir werden auch für die Abschlussprüfung vorbereitet. Nach den 3 Jahren Ausbildung muss man 3 Prüfungen anlegen, in schriftlich, mündlich und praktisch. Und dann kann man sich staatlich anerkannte Altenpflegerin nennen und man kann in stationären oder ambulanten Bereichen arbeiten. Was uns besonders gut gefällt in der Schule in Obernzell, das ist, dass wir eine große Küche haben, wo wir miteinander essen können und dass in der Schule ganz leise ist, weil maximal nur 3 Klassen da haben und dass wir kostenlose Parkplätze zur Verfügung haben. Uns macht die Ausbildung in Obernzell ganz viel Spaß und wir hoffen, dass wir einen neugierig gemacht haben.